Ja, mittlerweile weiß ich ja, dass es hier einige Fans der Flugzeugträger gibt und damit will ich euch immer mal wieder ein wenig versorgen. Schön, dass ihr heute auch wieder zu diesem Träger-Replay dabei seid mit dem Flugzeugträger Ranger. Habe ich eingeschickt bekommen, in dem Fall von Demon Off und dann hört es leider auf. Aber in der Endauswertung steht der Nickname nochmal ganz da. Trotzdem vielen lieben Dank, dass du hier deinen 7er eingeschickt hast. Er ist hier mit Tier 6er, 7er, 8er Gefecht. Also da ist alles am Start. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was er jetzt hier machen wird. So. Und jetzt schauen wir mal, was er da so vorhat. Ich glaube, jetzt macht er gerade viel über die Minimap. So, jetzt sind wir in seiner Ansicht. Und man sieht, er koordiniert die dementsprechend. Also hier drei Gruppen mit Bomben, eine noch mit Torpedos. Die soll wohl Richtung Colorado gehen. Ansonsten hat er hier auf dem Sektor, was ist das? Dora 8 da noch. Jetzt sind wir es ein bisschen größer. Da ist seine Zweiergruppe mit den Bombern. Also da ist so ein bisschen was überall am Start. Und jetzt hat er hier. Ah, ich glaube, er erkennt jetzt gerade das Thema des gegnerischen Flugzeugträgers für sich. Und den will er sich da vielleicht schnappen. Jetzt muss er nur auf seine Gruppe 3 aufpassen, die hier die Bomben Richtung Leander bringen sollen. Ja, noch ein bisschen ausgerichtet. Jetzt kommen sie. Oh, schön. 6189 Schaden. Und auch da drei Brände. Und die ticken. Wir sehen es oben rechts ganz gut. Immer ein 500er Tick. Also das ist schon sehr unangenehm für die Leander. Und jetzt hat er da die gegnerische Ranger da für sich entdeckt. Scheint auch damit gut durchzukommen. Also da ist jetzt keiner so großartig dabei, der Ranger da Unterstützung zu leisten. Und man sieht auch gut, wie er hier die Ding fliegt. Oh, eine Atlanta, da muss er aufpassen. Atlanta ist verdammt stark, was das Thema Anti angeht. Und ich glaube, das hat er auch gleich erkannt und denkt sich jetzt, das lasse ich lieber sein. Auch die Colorado kommt hier wieder zurück, weil die Colorado ist von dem hier der Clan-Kommandant, Clan-Kamerad, nicht Kommandant, das wäre dann doch ein bisschen sehr hochgegriffen, das zu sehen anhand des Spiels. Ne, der Clan-Kamerad natürlich. Und Colorado denkt sich da, okay, dem muss ich helfen, den brauche ich bestimmt noch. Und er bricht hier auf jeden Fall schon mal den Angriff ab, weil, wie gesagt, die Atlanta, die will man da definitiv nicht gegen sich haben mit Flugzeugen. Die werden so schnell runtergeschossen, ja, da kann man eigentlich kaum was damit anfangen. So, und ich glaube aber lustigerweise, jetzt lassen sie da die Ranger ganz schön alleine stehen und Ranger bleibt auch stehen. Also vielleicht haben sie das noch nicht so ganz geblickt, was hier so jetzt dem gleich blüht. Die Gneisenau, da die Atlanta, die kommt auch schon wieder. Oh, da bricht er auch ab und jetzt sehen wir nämlich, was hier mit, aber da kommen doch einige an, aber nur eine Bombe, die da trifft. Und ich glaube, jetzt denkt er sich in Ermangelung des möglichen Ziels der Ranger, nimmt er jetzt einfach die Gneisenau, weil die fährt jetzt auch noch auf Land auf. Das ist natürlich jetzt absolut bestens. Und da sind jetzt die Torpedos im Wasser. Oh, da treffen vier Stück mit 26.000 Schaden. Natürlich ist der Wassereinbruch auch vorhanden und man sieht, die flutet. Und hier jetzt die Ranger wieder. Da die Bomben sitzen. Und hier kommen die nächsten gleich an. Bisschen ungünstige Winkel, sehr viel Wasser, was er da trifft. Aber er will jetzt nicht anders anfliegen. Und hier auch der Brand. Und da hat's der Ranger auch schon verdammt wehgetan, denn die kann hier scheinbar das Feuer nicht löschen, sondern die bekommt den Damage kontinuierlich weiter und oben sehen wir, wie schön der Damage da hochtickt.
mit ganz viel Glück natürlich sinkt hier die Ranger allein schon durch den Feuerschaden und es schaut sehr gut danach aus, dass es auch wirklich funktioniert. Hier kommen nochmal die Treffer und die New Mexico beendet dann das Schicksal von der Ranger komplett. Damit ist der gegnerische Flugzeugträger aus dem Spiel raus. So soll es sein. Und jetzt, oh, das, jetzt erstmal hat er da die Tashkent für sich entdeckt. Aber da, das bricht er wohl ab. Wäre natürlich jetzt ein geiler Move, wenn er jetzt die Atlanta rausnimmt, muss man ganz klar sagen. So, jetzt bin ich echt gespannt, was da mit der Atlanta passiert. Und scheinbar geht er wirklich dafür. Super cool. Hier auch da den Kampf mit einem Schiff zu suchen, was wirklich gute Anti-Air hat. Auch hier ein guter Treffer Richtung Hipper. Auch die Tashkent ist da in der Nähe. Und ja, da sieht man, hat nur noch 3000 Hitpoints. Aber die Torpedos, die sollen Richtung Hipper fliegen. Er ist entdeckt. Da muss er aufpassen. Torpedos sind Richtung Hipper unterwegs. Die kommen gut. Ja! Und dann nimmt er die Hipper raus. Zwei Torpedos reichen da schon aus. Und Tashkent, da sieht man, eine Bombe wird schon reichen. Komm, Junge! Versenkt sie und er macht auch den Kill klar. Kill Nummer 2. Und die Mahan, auch die hat kaum mehr was. Aber da schaut's verdammt gut aus. Wobei man muss sagen, das Game selber ist unglaublich eng. Gegner hat 6 Verluste, sein Team 5. Also dementsprechend auf beiden Seiten da noch fast Gleichstand. Gruppe 4 in der Luft. Oh, die Mahan. Mit 35 Hitpoints ist das natürlich ein Kill, den man haben will. Aber die Ognevoy geht da auch schon drauf. Und auch die Mogami hat da nochmal reingehalten. Klar, da will jeder ein bisschen was von dem Kuchen haben. Und jetzt wird es sehr spannend, was er da mit der Gneisenau macht. Die ist noch fast rappelvoll. Da denkt man sich so als Gneisenau-Fahrer, alles klar, bisher läuft es hier super. Und dann auf einmal bekommt man so ein bisschen Aufmerksamkeit vom gegnerischen Flugzeugträger. Und das kann dann wirklich teuer werden. Da sind schon mal 5000 Schaden. Auch wenn hier die Flak alles tut, was hier möglich ist. Aber nochmal 5000 Schaden. Und jetzt kommen auch noch die Torpedos an. Und die schauen gut gesetzt aus. Oh, 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 oh. Uiuiuiui. 4 Torpedotreffer. Und hier flutet er. Also da hat er jetzt recht Probleme, dagegen zu arbeiten. Er heilt sich da auch, aber das ist einfach so viel, was da reinkommt. Und jetzt auch noch der Brand. Den kann er scheinbar auch nicht löschen. Also
da bringt auch die Heilung dann gar nichts mehr. Und 3000, 2,5, 2,1, wir sehen, wie schnell er da droppt. Und auch hier macht die York den Last Hit, also da hat er ein bisschen Pech, dass da jeder so ein bisschen reinfunkt. Trotzdem verdammt gut, was er hier macht. 135.000 Damage schon auf der Uhr. Und jetzt langsam neigt das Pendel aber dann doch zugunsten seines Teams. 4 Schiffe beim Gegner, noch 7 bei sich im Team, inklusive ihm natürlich. Ja, jetzt muss er schauen, welches Ziel er jetzt gut findet, aber oh, ich glaube, es ist klar, welches Ziel er für sich jetzt gut findet. Das dürfte Diffuso sein und Diffuso wird sich da nicht freuen darüber, dass das auserkorene Ziel jetzt von ihm geworden ist. So, auch Torpedos sollen da noch hinkommen, also alle 4 Rotten sollen da jetzt hin. So, und jetzt positioniert er da ein bisschen die Bomber dementsprechend, dass die schön von hinten reinhalten können und dass da möglichst alles gut trifft. Bisschen zu weit vorne, aber 2, die da treffen und auch anzünden. Fuso hat nicht so ganz starke Anti-Air, dementsprechend kann er sich da hier ein bisschen besser positionieren. Auch wieder da 2 Bomben, die treffen und auch wieder einen Brand. So soll es sein. Und jetzt hier die nächsten Torpedos im Wasser und auch die kommen wieder super. Ja, keine Chance hier von der Fuso. 2 Torpedotreffer und der 3. Kill, den er hier macht. Aber man muss sagen, jetzt hat der Gegner noch 3 Schiffe. Er braucht noch 2 für die Krake. Das ist schon ehrlicherweise ein wenig unangenehm vom Timing her. Da hätte er den ein oder anderen Kill vorher schon gut benötigen können. Schauen wir mal, was er noch imstande ist zu leisten. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber jetzt, oh, jetzt sind es nur noch 2, weil die Amagi da noch eine rausgenommen hat. Also 2 Schiffe, 2 Kills zu machen, das ist schon verdammt schwer. Aber man will halt eigentlich eine gute Runde mit der Krake unglaublich gerne krönen. Das ist halt schon so das i-Tüpfelchen jeder wirklich gut gespielten Runde. Mit 163 oder 167.343 Damage kann man auf jeden Fall von einer gut gespielten Runde schon reden. Aber natürlich Leander da im Infight mit der Amagi in dem Fall. Oder? Ist das die Amagi? Ich will zwar nichts verpassen, aber ich will jetzt auch sehen, wer das ist. Ja, mit der Gneisenau. Aber das Schöne ist, die Gneisenau hat den jetzt ein bisschen vorgelegt. Jetzt hat es nämlich nur noch 4000 Hitpoints und jetzt gut gesetzte Bomben. Dann könnte es schon ganz anders aussehen. Komm, Junge. Ja! Diesmal staubt er ab. Auch wenn es nur 790 Schaden waren. Die waren wichtig. Und jetzt ist es nur noch die Colorado. Die muss er versenken. Dann kriegt er die Krake. Aber er muss es halt auch selber machen und dementsprechend mit 46.000 Hitpoints ist da auch noch verdammt viel vorhanden. So, die sollten super kommen. Ja, 3 Bomben, die da treffen mit 7.500 Damage und auch den Brand. Aber der Brand wurde sofort gelöscht, das heißt,
Jetzt hat er dann gleich Probleme, sobald er wieder brennt. Insofern, ja, da muss wohl das Reparaturteam noch gut am Start gewesen sein. Beziehungsweise jetzt heilt er sich dagegen. Und jetzt hat er noch 20.000. Die Welle kommt jetzt an. Ich sag schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ob er den Kill bekommt oder sein Teammate, sehen wir uns jetzt etwas genauer an. Gegnerische Schlachtschiff versenkt.